Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und wir wollen heute weitergehen. Warum wir so schleichen, ich weiß es nicht. Deswegen gehen wir einfach mal hier rein und gucken, was passiert. Alle tot. War nur ein Traum. Das wäre typisch für das Spiel. Hey, alles gut. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Schwestern Alte. So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Willkommen, Uda. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja. Oh, also ganz ja, offiziell. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht Halte durch, Atjom! Halte durch, Atjom, was? Bin ich in Gefahr? Ist das vielleicht doch ein Traum? Und wenn es ein Traum war, Leute, merkt euch meine Worte. Ich hab's gesagt! Und wir machen's mal wieder. Übrigens. Und? Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Atjom, weil sie tot ist. Also damals war sie ein bisschen mehr Badass drauf. Naja. Was ich sagen wollte, es klatscht nicht in die Hände, wenn man jemanden einen High Five gibt, der Handschuhe an hat. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Okay. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Ich hab 15 Minuten, lass mich in Ruhe. 15 Minuten ist alles, was ich brauche, um mich hier umzusehen. Ja, gut. Oh, schöne Aussicht, muss ich schon sagen, ne? Ein bisschen kalt. Also, wäre nicht meins, ich würde nicht rausgehen bei der Kälte. Aber gut. Ist ja nicht mein Problem. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Ich weiß nicht. Idyllisch? Vielleicht haben sie nur Moskau bombardiert, wer weiß. Oh. Ich musste einen Dämonen davonjagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Oh, du machst das schon, Vibe. So mag ich das. Die Frau macht alles und ich... Ich laufe hier rum und so, sehe mir kaputte Sachen an. Das mache ich zu Hause auch immer. Neue Notiz. So. Staubiges Tagebuch. Hey, wir haben bisher alles gefunden. 6. Juli 2013. Ha! Endlich mal mit Datum. Zu spät. Shura ging los, um Lebensmittel einzukaufen. Und ich wollte gerade den Stuhl auf den Balkon rollen, um etwas frische Luft zu schnappen, als die Zivilmeldung kam. Die Leute draußen rannten alle irgendwo hin. Raketen im Anflug, Blitze. Sie haben mich sogar bei geschlossenen Vorhängen geblendet. Ich sehe immer noch überall grüne Punkte. Ich hoffe, Shura hat es in die Metro geschafft. Ich dachte, ich wäre erledigt, aber offenbar bleibt mir noch etwas Zeit. Es ist Nacht, die Straßen sind leer und still. Nur Sirenen sind zu hören. Und überall dieser grüne Nebel, er fluoresziert, oder bilde ich mir das ein? Das Telefon ist tot, der Funk auch. Shura! Shura, mein Schatz, ich hoffe, es geht dir gut. Es geht mir nicht gut, ich fühle mich sehr schwach. Lebe wohl, Shura. Ich würde auch in meinen letzten Minuten erstmal ein Tagebuch schreiben. Ich würde mir nicht jugendfreie Sachen im Internet angucken, wenn es noch Internet geben würde. Ach, guck mal, ich soll hier durch. Eine Rakete würde doch niemals das Internet lahmlegen, oder? Weiß es gar nicht. Ah doch, ist meine Waffe von vorhin, oder? Nee. Solltest du zum Orden zurückkehren.
Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Schon wieder? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Was hat das mit diesem wenn nicht wir, wer dann auf sich? Das haben die jetzt zum dritten Mal gesagt, innerhalb von 40 Minuten. Das ist mir ein bisschen zu oft. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Okay. Vorsicht. Zumindest hat das gehalten. Ich höre doch nicht auf dich. Das waren doch keine 15 Minuten. Am Arsch. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Nein. Ich bin froh, dass ich hier nicht alleine bin. Das habe ich gehört. Okay, keine Ratte auf dem Klo. Also, es ist... Schon wieder. Sag mal. Alter. Der hat da die ganze Zeit gehockt. Ich meine ja nur. Ich hab's gesehen. Haben sie dich erwischt? Nein? Gut. Na gut, wenn wir uns hier umsehen, sollten wir uns beeilen. Munition und eine Minute. Das ist nicht viel. So viel habe ich gebraucht, das Ding zu finden. Ich weiß, ich gucke mich viel zu viel um, ey. Aber ich muss überleben und dafür muss ich Stuff finden. Um Stuff zu finden, brauche ich Luft. Na gut. Ich glaube, wir haben hier alles gefunden. Hallo, Mister. Haben Sie Luft für mich? Du bist ein Arsch. Du hast es verdient zu sterben. Nichts hat er mir gegeben. Na gut. Gehen wir weiter. Wir dürfen uns nicht so oft umsehen. Nicht so viel jedenfalls. Bin gleich da, Schatz. Ich muss nur kurz mal austreten. Ich suche nicht nach wertvollen Sachen, die ich dir verheimliche. Wirklich. Ja, ich hab sie gesehen. Ich weiß nicht, warum du mit dem Rücken zu denen stehst, aber schlau ist das nicht. Das sag ich dir. Etwas zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Du Schatz, ich hab nicht viel Luft. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Stopp. Arsch. Einfach niedergetrampelt haben die mich. Verbrauchte ich deine Munition? Ah, diese Frau. Sie war mal eine coole Sniperin und jetzt guckt sie euch an. Die haben wir in die Hölle geschickt. Fotomodus? Ich will kein Foto machen. Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Ich weiß nicht, also so bedrohlich sind die jetzt nicht. Strecke über die Brücke überqueren. Das würde uns einen Umweg ersparen. Verdammt, zu hoch! Hey, Atjom, hilf mir da hochzukommen! Sollten wir es nicht andersrum machen, weil ich glaube, ich bin stärker und ich kann nicht hochziehen. Scheiße! Komm schon hoch! Also die Reihenfolge halte ich für bedenklich. Ja, das hätten wir vermeiden können. Danke, Schatz. Hast du das gehört, Atjom? Etwas Großes gebrüllt. Das war weit weg. Ich höre gar nichts wegen dem Wind. Das ist nicht mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Jetzt plötzlich hört sie nichts mehr. Was
Ach, Tjom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Wollen wir raufspringen oder was? Ein Zug! Weil zu spät. Zug an der Oberfläche. Wo? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, hallo, hallo, komm, habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und dort, na los, komm rein! Was? Patrouille 72. Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa Ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Keine Masken. Wofür habe ich mich geheilt? Ich weiß es nicht. Du, kriegst eine Maske? Das wäre echt nice von dir. Ich danke dir, kriegst du wieder. Oh. Du bist ein großer Vogel? Nee, du bist irgendwie... Was bist du, ein Eichhörnchen? Mit Flügeln? Ich weiß es nicht. Gucken, ob wir hier irgendwas noch finden. Ich find's gut, dass wir jetzt plötzlich keine Luft mehr brauchen. Ich glaube, da werden wir nicht fündig. Ich hoffe, es läuft kein Timer irgendwie so. Das wäre ein bisschen ungünstig. Weiß nicht, ich vermute mal, dass ich keine Waffe habe, also dass ich eigentlich gar nichts habe. Entsorgen die hier gerne ihre Leichen? Sieht so aus, ne? Ist das die Heilung? Ich glaube schon. Soll ich noch eins reinziehen? Okay. Hab ich gut verschwendet. Ich bin sehr stolz auf mich. Okay, ich weiß nicht, ob die Viecher freundlich sind. Der Zug. Ich glaube, das ist der Zug. Oh. Zwei Sachen verpasst. Seyosha, wir haben es geschafft. Ihr könnt fast bis nach
Ramenskoje fahren. Haltet euch nur von der Autobahn fern, denn alles ist durch Schrott blockiert. Von dort müsst ihr natürlich laufen, zumindest über die Ringstraße. Dort ist alles gut. Die Typen, die sie dort in der Armee haben, sind gesund wie Stiere. Sie bringen uns zu einem Filtrationslager, aber ich glaube nicht, dass sie uns lange dort lassen. Maximal ein paar Tage. Danach suchen sie uns Arbeit. Ich hab schon gehört, wie die Wachen darüber sprachen, dass sie zu wenige sind. Ehrlich, lass dort alles stehen und liegen und kommt her. Ich mache hier alles klar. Ich schicke diesen Brief ab, sobald ich kann. Papa. Naja. Passiert. Postkarten habe ich keine. Aber mir geht's wieder gut. Ich musste nur lesen. Ihr seht schon. Bildung heilt, nicht nur den Geist. Ich weiß nicht, sollten wir vielleicht das Wasser meiden? Ich gehe mal hier entlang. Da ist der Zug. Ich weiß nicht, aber in der Metro müsste man doch die Vibration davon wenigstens spüren, oder? Ich wette, Anna ist da auf dem Zug. Sie bringen sie auf den Zug. Ach komm. Vielleicht brauchen sie einfach da, wo sie wohnen, Frauen. Keine Ahnung. Also ich würde einfach mal vermuten, dass sie da hinkommt. Aber was hätten sie denn mit mir gewollt? Ja gut, die Alte und den Jungen haben sie auch weggeschmissen. Der Junge wäre ja genauso wie ich. So. Zumindest brauche ich hier keine Maske. Eine Werkbank, die wir nicht nutzen können, oder? Das Licht. Waffe scheine ich nicht zu haben. Verdammt, das ist definitiv keine gute Gegend. Die verdammten Teleplatten sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Ich bin aber nicht irgendwas. Ich bin dein Mörder. Tür oder Leiter? Ich glaube, das heißt, dass die Tür blockiert ist, oder? War vielleicht ein bisschen laut. Ich gehe mal hier hin. Hey, was war das für ein Geräusch? Nichts. Oh. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Was denn für eine Drehscheibe? Ach, für den Zug. Oh, der guckt immer noch darunter. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Okay, die vertrauen denen nicht. Deswegen haben sie entsorgt. Du alter Stinkstiefel! Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere! Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ein Telepath? Ein Mensch? Ja, noch lauter, danke. Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Also gut.
Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Das Licht. Du bleibst besser im Schatten. Ja, das ist Licht. Ich sehe das doch. Das so. Du machst heimlich das Licht aus. Sag ich doch. Ich sie ablenke. Meine Worte, Mann, meine Worte. Oh nein, quatsch mich voll. Ich weiß nicht, soll ich jetzt kommen? Gib mir doch ein Zeichen oder so. Wink mit der Hand. Du doch irgendwas. Also wenn die jetzt gleich kommen, dann muss ich sie von hinten attackieren. Ich weiß halt nicht, wie die jetzt reagieren. Was du nicht sagst. Siehst du die Leiter? Ja. Versuch dich dorthin zu schleichen. Aber meide bitte das Licht. Ach, selbst wenn ich nicht das Licht meide. Nein, der Typ sieht mich doch. Jermak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Okay, jetzt können wir. Was hockst du dich da jetzt hin? Machst du halt auf James Bond? Das ist ein bisschen auffällig. Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Was denn nicht sagst? Ja, was dauert da so lange? Da hat halt einer hingeguckt. Tut mir ja leid. Mein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Und trägst nicht mal Schuhe mit Schnürsenkeln, aber gut. Okay. Wenn wir einen von hinten erwischen, kriegen wir seine Waffe. Ja klar. Schleiche dich an einen Feind an. Okay. Willkommen im Tutorial. So. Gute Nacht, mein Freund. Hast du irgendwas für mich? Ah, nicht mal Drogen. Ihr macht doch die Tür auf. Wieso muss ich das machen? Bitte, was ist mit dir nicht in Ordnung? Warte einen Moment. Warte. Klasse. Und jetzt werfen. Was? Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Ich will werfen. Gut gemacht. Danke. Können wir jetzt gehen? Auf geht's. Komm. Alter, der ist so auffällig, ne? Geh durch, na los! Oh. Erstmal Licht aus. Das System versorgt die Kommandozentrale mit Luft. Besonders groß ist sie nicht. Warte einen Augenblick und geh dann durch. Ich werde natürlich tun, was ich kann, aber ich bin kein großer Kämpfer, wie du wohl schon geahnt hast. Viel Glück. Danke, und sei bitte ein bisschen weniger auffällig. Das wäre echt Knurke. Da würde ich mich freuen. Meinst du nicht, der weiß das?
Meinst du nicht, dein Vater weiß darüber Bescheid? Er bildet unsere Leute aus. Wer könnte das besser als er? Ob er was weiß? Was ist das hier? Was sollen diese Türme? Warum habt ihr meinen Artyom erschossen? Warum? Das hat keiner gewollt. Ihr beide hättet ein paar Peitschenhiebe bekommen und wärt dann wieder zu Miller gebracht worden. Warum musste dieser Idiot seine Nase da reinstecken? Hm? Du hältst besser die Klappe, wenn du nicht auch eine Kugel abkriegen willst. Sei still! Poho! Jetzt kriegst du aufs Maul, hier kommt Action Boy! Ich bin Action Boy, hab ich doch gerufen! Wozu rufe ich das denn? Action Baby Foo! Ich schieß euch alle um! Okay, oder auch nicht. Schade. Wenn mich Rauch hier guckt. Ist das nicht ein bisschen blöd, die Person anzugreifen, die keine Waffe hat? Achtung, Steuereinheit beschädigt. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr. Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Notausschaltung angeleitet. Scheiße, das ist gar nicht gut. Hast du das gehört, Artyom? Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott! Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Nö. Aber danke. Nehme ich. Was ist das? Keine Ahnung. Eine Krone. Und mein Rasierer. Wachen. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's. Wir sind doch da. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt. Der Zugführer? Im Hangar und so Gott will, bringe ich euch hier raus. Die kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Wieso? Mit dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Ah, okay, danke. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. So gehe ich nicht den Schleichweg. Wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Ich will ja nicht behaupten, dass du hier die Sniperin bist, die Schleichexpertin, aber hey, lass mich, alten Tölpel, rumschleichen, der ständig gegen den Stubentisch knallt. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.